Servus und hallo beim Nord, an der Dopeshow. Junkies haben ja immer einen Ruf weg, gell? Dass sie klauen, dass sie lügen, betrügen, stinken manche. Stimmt meistens ja auch, wenn sie ganz unten ankommen sind. Wenn sie aber Therapie gemacht haben, ändert sich das Ganze wieder. Bei manchen stabilisiert sich die Psyche. Die meisten wären ehrlich, ne? Zumindest wenn sie es richtig vorhatten, die Therapie durchzuziehen und das auch durchziehen bis zum Ende. Man lernt ja Menschen kennen in der Zeit. Man ist ja fast ein Jahr zusammen bei der Langzeittherapie. Und in dieser Zeit lernt man sich auch gut kennen. Mir ist halt aufgefallen, dass diejenigen, die aus irgendwelchen Gründen mal an ihre Grenze gekommen sind, und nicht wirklich wegen sich selbst und wegen dem Aufhören da waren, das dann auch nicht geschafft haben. Die sind dann meistens an der Stelle rückfällig geworden, wo die Therapie das Wirken anfängt. Aber da wird es dann nämlich manchmal ekelhaft, je nachdem warum und wieso man Drogen konsumiert hat. Wenn man irgendwas wegmacht, wie Dinge aus der Kindheit oder Gewaltsachen oder sowas oder Psychogeschichten, dann kommt das natürlich alles wieder, wenn man clean ist. Weil die Probleme, die hat man ja nur weggemacht, also überdeckelt. Ja, die sind ja immer noch da und köcheln. Deswegen geht man ja auf Therapie. Und dann muss man diese Situation halt durchleben. Und wenn man das nicht schafft, dann wird es halt auch gefährlich, gell? Und deswegen möchte ich halt an jedem den Ratschlag geben, sollte er auf Therapie gehen und heroinabhängig gewesen sein. Nimm auf gar keinen Fall nochmal dieselbe Dosierung. Fang bei einem Drittel an, falls du einen Rückfall baust. Weil erstens weißt du nicht, wie gut das ist, was du kriegst. Das zweite ist, es kann da sein, dass du wieder sehr viel sensibler darauf reagierst. Das ist ja schon beim Affen so, dass es gleich viel mehr knallt. Also kann ich da nur raten, weniger zu nehmen. Am besten auf der Folie, wenn es schon sein muss. Das Allerbeste ist, gar nichts zu kaufen und nichts zu nehmen, sondern diesen Augenblick auszuhalten. Das dauert nicht ewig, dieser Drang. Der hört dann schon wieder auf. Ja. Und vielleicht kommt es da ja im Kopf, dass du doch wieder zurück willst zu dem Haus, wo du bist und warst und wieder aufgenommen werden willst. Und vielleicht nehmen sie dich da ja auch wieder auf, aber auf gar keinen Fall, wenn du einen Rückfall baut hast. Es sei denn, du bist in Friedberg, wo sie damit arbeiten, oder in einem anderen Haus, wo damit gearbeitet wird mit Rückfällen. Wenn nicht, dann war's das. Ein Rückfall ist eigentlich eine Kardinalsregel. Kardinalsregeln sind keine Gewaltandrohung, keine Gewaltausführung, keine Drogen, außer die erlaubten Sachen, Tabak, Kaffee, Tee. Und dann gibt es halt immer noch, je nachdem, was für eine Therapie, dass du dir rausgesucht hast. Wenn es eine Verhaltenstherapie ist, dann geht schon da uns eingemacht, ja auch ein bestimmtes Verhalten abzulegen und das ist dann nicht so schön. Kann ich ja gleich sagen, aber es kommt ja darauf an, was du brauchst. Das Beste ist immer, erst mal mit dem Drogenberater zu Gespräch zu suchen. Ja. Kostet ja nichts. Du kannst anonym bleiben am Anfang, ja, musst du auch nichts sagen. Wichtig ist halt nur, dass du den Schritt gehst. Weißt, wenn ich mir das anschaue, wenn ich Leute sehe, hey, ich kapiere halt nicht, warum, dass sie diese Schritte nicht machen wollen. Und wir haben auch einen Streetworker, den ich ab und zu mal auf der Straße laufen sehe, der schaut auch genauso aus wie die Leute da. Wo ich mir manchmal sage, hey, da bist du selber drauf. Aber ich sehe es schon an die Augen, dass es nicht ist. Wenn ich da vorbeigehe dran. Und der ist sehr engagiert. Ich glaube, dass der Mann sehr viel mehr Geld bräuchte. Und Unterstützung vor allem. Die Strafe ist halt nicht das, was die Leute brauchen. Immerhin sind wir alles noch Menschen. Man merkt es doch bei mir auch. Also manchmal rede ich wirr, wenn ich da unten bin, aber die meiste Zeit sind das schon klare Sachen, die ich da raushau. Und ich denke mir, ey, dass dann jeder andere das auch schaffen kann, wenn er die richtige Unterstützung kriegt. Und wo es nicht industriell abläuft. Weil dieses, wir machen mal allen dasselbe und ein paar fallen halt durch Sieb, das ist nicht in Ordnung. Niemand muss durch Sieb fallen. Und bloß wenn man Platz braucht in seiner Einrichtung, muss man nicht irgendwie Leute hinausdrängen. Weißt du, was ich meine?
Wenn dann mehr kommen als Platz ist, muss man entweder mehr Platz schaffen oder man muss sie vermitteln woanders hin. Das ist meine Meinung. Man muss den Leuten helfen, wenn sie Hilfe brauchen, nicht irgendwann. Das ist nicht so wie auf dem Amt, wo es ewig liegen kann und, weiß ich nicht, einen Monat lang braucht, bis du Antwort kriegst. Das ist schon ganz anders. Mir liegt was an den Menschen. Komisch, gell? Peace out.